Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne die Reihe fortführen und zwar habe ich hier für euch mein Fullface, hier Black Friday Haul Gedönsen und heute habe ich mein Look Fantastic Online Shop Haul für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Besonderheit bei meinem Black Friday Einkauf, den ich gemacht habe, war, dass ich mir vorgesetzt habe, pro Shop darf ich mir ein Fullface zusammenstellen, aber je Kategorie nur ein Produkt und nur jeweils eine Marke. Also das heißt, wenn ich mir ein Puder von Too Faced geholt habe, durfte ich mir nicht auch noch eine Foundation von Too Faced holen zum Beispiel. Genau. Es ist heute alles sehr chillimilli hier. Es ist wirklich heute der zweite erste, wo ich das Video drehe und ich habe mich hier ja so schon echt schön eingerichtet und hinten liegt Sammy hinter mir und er freut sich sehr an der Tageslichtlampe. Man sieht es doch, ne? Das ist Wahnsinn. Also ich hätte nicht gedacht, dass Tiere da genauso drauf abfahren wie wir Menschen, aber ich habe ihm die halt, also zum einen ist es ein Hintergrundlicht und zum anderen habe ich die halt hingestellt für Sammy, ne? Dass er sich dann da auch irgendwie dran erfreuen kann. Manchmal ist es so, dass er sich dann mit dem Gesicht dazu dahin legt und einfach Tageslicht scheinbar aufsaugt bei dieser tristen Jahreszeit. Manchmal lässt er sich da einfach nur von wärmen, weil da auch eine gewisse Wärme von ausgeht. Ich möchte euch aber auch gerne demnächst mal so ein bisschen hier rumführen, was hier so mein Light-Setting ist und was ich alles überhaupt hier so habe, wie ich das Ganze hier aufgestellt habe. Ich möchte aber jetzt mit euch tatsächlich zusammen das Fullface schminken. Ne? Also genau, ich habe mir hier ein Schwämmchen auch hingelegt, was ich schon angefeuchtet habe. Ein Puder hatte ich bestellt von Givenchy, aber das ist leider bis heute nicht geliefert worden. Und wie gesagt, heute ist der zweite erste, Leute. Ne? Ich glaube, das wird auch nicht mehr geliefert, bin ich ehrlich. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch aktuell ein bisschen schwierig mit Brexit und so weiter. Man weiß es nicht. Okay, ich habe mir geholt von NYX, das hat mich immer schon interessiert, Bear With Me Hydrating Jelly Primer. Da sind 40 Gramm drin, das ist ganz schön viel. Und das ist mit Aloe und Gurke. This lightweight bouncy water-based jelly primer moisturizes and preps your complexion for a refresh start. Ja, dazu haben wir halt Feuchtigkeit geben, ne? Mal gucken. So, das gibt mir bis zu 8 Stunden Feuchtigkeit. Ist das viel, wenn man Make-up trägt? Ich würde es jetzt eher nicht so sagen, aber gut. Ja. Das sieht auf jeden Fall ansprechend aus. Also sehr riesig, ne? Das hätte ich so auch gar nicht erwartet. Cool. Hat dann hier noch so einen Verschlussgedönsen. Ach Gottchen. Und ist hier wirklich jellymäßig dran. Wow. Ich glaube, das sollte man auch drauf lassen, weil das ansonsten austrocknet. Und das sieht halt richtig jellymäßig aus, ne? Durchsichtig. Wir gucken mal. Also ich gebe mir erstmal das vom Deckel ins Gesicht. Wow. Krass. Das ist richtig jelly. Wow. Müsste denn ja quasi mit Hautkontakt verschmilzen. Das tut es auch. Riecht auch sehr frisch mit diesem ja, Aloe Vera und Gurke. Das, ja. Ja. Das ist echt super witzig, Leute. Also. Huch. Ich hasse Spaß beim Schminken. Das finde ich immer ganz gut, ne? Kommt das an den Hals? Also das fühlt sich wirklich toll an und meine Haut ist jetzt auch irgendwie gefühlt ein bisschen gekühlt und das hat sich gereimt und fühlt sich wirklich gut vorbereitet an. Interessant. Als hätte ich gerade so eine Aloe Vera Gesichtsmaske, Tuchmaske gemacht. So fühlt sich mein Gesicht jetzt an. Ein bisschen klebrig. Das heißt, das Make-up könnte darauf jetzt sehr gut halten. Aber es ist jetzt nicht irgendwie am Krümeln oder sonst irgendwas. Es fühlt sich halt super pflegend an, ne? Ich find's cool. Als Foundation habe ich mir etwas von Revlon ausgesucht. Von Revlon habe ich gar nicht so viele Produkte da und habe das auch gar nicht so auf dem Schirm, muss ich sagen, die Marke an sich. Ne? Das ist die Colorstay 24 Hours Foundation. Leute, lasst eure Foundation bitte nicht 24 Stunden drauf. Ich habe die in der Farbe 110 Ivory für normale bis trockene Haut und das ist eine Foundation mit Lichtschutzfaktor 20. Genau, so schaut die aus. So, dann gebe ich mir die hier mal auf mein Schwämmchen drauf. Oh, die sieht sehr, sehr flüssig aus. Ja, die fließt auch, ne? Dann kommt die aufs Gesicht. Ivory passt bei mir, vor allem im Winter, meistens echt gut, ne? Also das ist eine sehr flüssige Geschichte. Also die Deckkraft ist eher leicht. Die ist sogar fast ein Ticken zu hell. Aber mal gucken, vielleicht oxidiert die ja auch nach, dass die dann... Ich sehe in der Kamera aus wie ein Geist, aber so hell ist die tatsächlich nicht. Genau, also ich...
ne, vielleicht dunkelt die nach. Und wenn die nachdunkelt, dann wäre die wahrscheinlich sogar perfekt für meinen Hauttyp oder Hautton aktuell. So ist die sehr, ja, hell. Meine Nase ist aktuell super trocken, das heißt, das ignorieren wir einfach mal. Ansonsten hat die sich schön mit der Haut verbunden, setzt sich jetzt auch nicht irgendwie an trockenen Stellen blöd ab und macht erstmal so einen guten ersten Eindruck, muss ich sagen. Genau, also schön mit der Haut verschmolzen, mag ich leiden. Hat jetzt nicht irgendwie einen Glow oder sonst irgendwas. Ja gut, an der Nase, ich habe eine ganz merkwürdige Nasengeschichte aktuell, Leute, deswegen, wir stören uns da einfach nicht dran. Genau, ja, ansonsten hat die einfach ausgeglichen und das war's. Flawless Look, Lightweight Feel, also Flawless Look, schon einigermaßen, ja, das ist ein schöner Look, definitiv. Ebenmäßig ist es auch einigermaßen, ne? Ist jetzt nicht wie gefotoshoppt, aber es, ne, ist okay. Lightweight Feel, ja, ich fühle nicht, dass ich irgendwas auf dem Gesicht habe, ja. Und bis zu 24 Stunden Haltbarkeit. Ne? Juti! Was ich jetzt auch wirklich bemerkenswert finde, ist, dass sie sich auf meinem Nasenrücken nicht irgendwie blöd absetzt. Das machen Foundations nämlich bei mir sehr schnell. Okay, als nächstes habe ich hier einen Concealer und den habe ich von Nip & Fab. Und Nip & Fab ist eigentlich eine Marke, die ich so im Gedächtnis habe, dass die Pflege machen. Und jetzt habe ich hier einen Concealer von denen, der Anti-Cerns Concealer, also quasi Anti-Falten. Genau, und das ist dieser hier. Ja, ich habe meine Nägel irgendwie gefühlt in unterschiedlichen Farben gemacht, weil ich mich so aktuell durch meine Nagellacke durchteste. Ich habe die Farbe 04. Das ist, oh, zu dunkel. Leider. Warum habe ich mir denn die 04 denn dann? Ich weiß auch nicht. Online sah das irgendwie passender aus. So sieht es einfach orange aus. Also er lässt sich schön einarbeiten. Ja, vielleicht funktioniert das dann doch heute mal mit der Farbe. Mal gucken. Habe ich jetzt wegverblendet und man sieht ihn auch kaum, ne? Also da ist ja fast gar kein Effekt von da. Ich weiß nicht, ich mache den jetzt auch mal über so Rötungen drüber, ob der irgendwas kaschiert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass der irgendwelche Augenschatten oder so kaschiert hätte. Nicht wirklich, ne? Nö, also Rötungen macht er jetzt auch nicht weg, ne? Die bleiben da, wo sie sind. Nicht so meins. Okay, jetzt nehme ich mal das Puder von Too Faced, was ich hier habe. Das ist dieses Primed and Poreless Powder, eins meiner absoluten Favoriten. Ich finde es großartig, ne? Das ist ein ganz, ganz tolles Puder. Aber ja, kann man halt auch im Look Fantastic Online Shop kaufen. Ja, aber ja, das, was ich bestellt habe, ist ja nicht gekommen. Und das ist echt ein ganz, ganz tolles Puder. Habe ich auch in meinem Video gezeigt, wo ich meinen Full Face Jahresfavoriten abgedreht habe. Kann ich euch auch mal im i verlinken. Das ist tatsächlich heute am 2.1. online gekommen, wo ich drehe. Ein Mega-Dupe dazu wäre von Riva Loves Me das Marshmallow-Puder, was auch sehr, sehr geil ist. Okay, die Foundation hat sich jetzt nicht an trockenen Stellen abgesetzt, aber der Concealer, ich weiß nicht, was da in meinem Auge gerade passiert, aber es gefällt mir überhaupt nicht. Da habe ich wohl eine trockene Stelle und da hat sich gerade der Concealer so richtig dran geklettet. Das war nicht geil. Also der Concealer, der ist nix. Der ist nix. Ich habe jetzt leider vergessen, das Setting Spray bei den flüssigen Texturen nachher drüber zu geben. Vielleicht hätte das besser funktioniert, wenn ich das gemacht hätte, weil das normalerweise ja auch nochmal so ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt und so, aber eigentlich darf das nicht passieren, deswegen. Naja, also gesettet habe ich jetzt mein Gesicht mit dem Puder und jetzt kommen wir zu einer ganz, ganz bestimmten Geschichte. Das hatte ich auch auf Instagram gepostet, als ich das gesehen habe, also in der Story, weil ich einfach so überwältigt war, wie krass das reduziert war. Mir haben dann auch viele geschrieben, ja, der Preis, der da als Streichpreis quasi ausgelobt wurde, ist ein Mondpreis, mag alles sein. Trotzdem war das super, super günstig, als es im Angebot war. Und zwar rede ich von Benefit der Cheek Leaders Pink Squad Palette. Ich habe die tatsächlich schon einmal da, habe sie aber nochmal bestellt für jemanden als Neujahrsgeschenk, sage ich jetzt einfach mal dazu. Neujahrs-Weihnachtsgeschenk. Das heißt, die ich hier doppelt habe, wird jetzt auch demnächst verschickt werden. Ich habe sie aber hier nochmal, das ist meine, genau, also ich habe quasi ja auch im Black Friday Sale das ein oder andere Weihnachtsgeschenk geholt und ich möchte auch gerne die jetzt einfach mal mit euch zusammen verwenden und ich finde die super. Du hast hier den Hoola Bronzer drin, den Dallas Bronzer, der so ein bisschen aschiger ist, den Tickle Highlighter, den California Blush und den Dandelion Blush.
Und so schaut das einfach aus. Es sind richtig, richtig schöne Geschichten. Den Hoola Bronzer und den Dandelion Bronzer, da muss ich ein bisschen vorsichtiger mit sein, weil die doch etwas pigmentierter sind. Bei dem California, da habe ich noch gar nicht so viel von genommen. Ich glaube, ich habe den auch nur einmal geswatcht. Genau, der hat halt auch so einen Schimmer mit drin. Den trage ich mir gerne etwas intensiver auf. Oder ich trage ihn noch tatsächlich über dem Dandelion auf, weil der Dandelion halt sehr, sehr zurückhaltend ist. Während der Tickle Highlighter mega ist. Der geht ab wie ein Zäpfchen. So, dann starten wir mal mit einem fluffigen Pinsel und dem Dallas Bronzer. Da tippe ich nur so ganz vorsichtig rein, weil den möchte ich so ein bisschen zum halbwegs Konturieren nehmen. Weil der, wie gesagt, etwas aschiger ist als der Hoola Bronzer. Das gebe ich mir auch wirklich nur super, super zart auf, weil ich möchte das nicht zu intensiv machen. Dann sieht das bei mir halt schnell künstlich aus und nicht so, dass es so richtig ist, ne? Das habe ich letztens schon mal gehabt bei einem Produkt, was ich verwendet habe, bei einem Bronzer, wo ich mich overbronzed habe quasi. Da war ich echt schockiert, als ich nachher das Video gesehen habe. Ich musste so lachen. Aber gut, manchmal hat man das, ne? Genau, den habe ich jetzt wirklich sehr, sehr zart aufgetragen. Man sieht ihn kaum, aber man sieht ihn einen Hauch davon. Ne? Das sieht man schon ein bisschen. Und darüber gebe ich mir dann den, upsala, sehr pulverigen Hoola Bronzer, den man abklopfen muss. Jedenfalls ich. Ich habe ja auch den Hoola Light in einer anderen Palette drin. Den finde ich auch ganz nice. Den gebe ich mir halt vorsichtig genau da drüber auf. Der ist halt deutlich wärmer und blende den natürlich auch noch ein bisschen mit rein und erzeuge so eine leichte Aufwärmung von meinem Gesicht. Und den blende ich auch tatsächlich mehr, als dass ich ihn tupfe, weil ich ihn nicht so in die Haut einpressen möchte, weil der halt so stark ist, ne? Den Hoola Bronzer trage ich persönlich am liebsten im Sommer, weil im Winter bin ich da eigentlich zu blass für, ne? Und deswegen muss ich da immer so vorsichtig mit arbeiten. Im Sommer kann ich da ein bisschen mehr Gas geben. Genau. So, den Dallas nehme ich jetzt auch nochmal vorsichtig auf, um hier unten so ein bisschen zu konturieren und auch hinter meinem Ohr. Da bronze ich eigentlich mehr, als dass ich konturiere, aber da muss ein bisschen Farbe hin, weil als Zopfträger hast du sonst hier immer dieses Braun und Weiß und das sieht halt auch irgendwie nicht so geil aus. Als nächstes kommt natürlich der Blush zum Einsatz. Dann nehme ich den Dandelion. Da kann ich auch hier mit dem etwas festeren Pinsel reingehen, den ich zum Puder auftragen genommen habe. Und den trage ich mir halt wirklich hier so auf. Der ist sehr zart, also für mich halt auch eigentlich kein Sommerprodukt. Und eigentlich ist die Palette für mich eine Sommerpalette, bis auf den Dandelion. Das ist halt irgendwie so merkwürdig. Aber gut, ja, jeder so wie er meint. Ne? Der ist halt super dezent. Da sieht man auch nicht viel von, ne? Nee. Den toppe ich dann natürlich auch noch mit dem California. Da gehe ich auch ordentlich rein. Habe jetzt auch den ganzen Schimmer mit aufgenommen, der in dem Pfännchen drin war. Der kommt da einfach so nochmal on top. Der ist halt auch schimmerig und ich finde den eigentlich echt schön. Den Rocketeur finde ich noch schöner. Der ist ja auch mein favorisierter Blush, um das mal so zu sagen. Der California hat halt ein Overspray, aber danach ist er halt auch eher silky als shimmery. Dann kommt jetzt natürlich noch der Tickle Highlighter hier zum Einsatz. Da gehe ich mit einem Highlighter-Pinsel einmal durch. Ich habe ordentlich was hier drauf. Und der hat halt auch nochmal so einen rosa Goldshift. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott, du hast jetzt einen nassen Highlighter oder so im Gesicht. Er ist intensiv, ne? Aber er ist nicht Champagner, er ist nicht natürlich, er ist schon da. Aber schön ist er auf jeden Fall. Ne? Genau, den gebe ich mir auch gerne auf die Nasenspitze. Auch wenn die jetzt sehr trocken ist, aber damit kommen wir klar. Den Nasenrücken, das Augenbrauen-Highlight hier zwischen und so weiter und so fort. Ist halt, ne, dieses Gold-Rosa-mäßige, das mag ich nicht jeden Tag, aber ab und an finde ich es ganz schön und dann trage ich das auch sehr gerne. Was ich auch immer ganz süß finde, ist, wenn man hier so seine Bäckchen mit dem Rest, den man so auf dem Pinsel hat, nur ein bisschen highlightet, weil wenn du dann lächelst, dann hast du da so richtig Highlight. Genau. Also auf jeden Fall eine mega geile Palette, finde ich, die man für besondere Anlässe verwenden kann. Ja.
So, jetzt kommen wir zu den Augenbrauen. Und da habe ich etwas von einer Marke, wo ich noch nicht wirklich was von da habe, die ich aber schon das ein oder andere Mal bei anderen YouTubern gesehen habe. Zum Beispiel bei der lieben Jana, bei White Swan Beauty. Die hatte auch Lottie London vorgestellt. Ich habe hier die Arch Rival Brow Artist Eyebrow Pencil Geschichte in der Farbe Medium. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das hier funktionieren wird. Da haben wir ein zweiseitiges Moped. Auf der einen Seite hast du eine dünne Mine zum Rausdrehen. Und auf der anderen Seite haben wir ein Spoolie zum Durchkämmen, der sehr klein ist. Und damit werde ich mir jetzt mal meine Augenbrauen designen. Oh ja, also das ist auch eine angenehme Farbabgabe und der malt wirklich sehr fein. Man sieht auf jeden Fall, dass da ein Unterschied ist zwischen den beiden Augenbrauen. Ne? Die ist gemacht, die ist jetzt einfach so ohne Farbe. Die sieht ein bisschen wärmer aus. Vielleicht könnte der Ton für mich ein bisschen aschiger sein, aber das ist immer super schwer bei Augenbrauenstiften für Blondies. Und deswegen. Aber ich guck mal, wie die nächste so wird. Okay, was ich auf jeden Fall anmerken muss, ist, dass wenn man damit arbeitet und sich das dann so ausbürstet, dass es irgendwie krümelt. Also meine Augenbrauen krümeln. Ich weiß nicht, woran genau das jetzt liegt, ob das wirklich an dem Stift liegt, ob das an der Foundation liegt, an dem Primer oder sonst irgendwo dran. Aber jetzt gerade in diesem Moment krümeln meine Augenbrauen und ich finde das blöd. Liegt das an dem Stift? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass es an dem Stift liegt. Naja, ich lasse das jetzt erstmal so. Und ja, weil je mehr ich jetzt durchbürste, desto mehr krümelt das und das finde ich ein bisschen unangenehm. Muss ich noch ein paar Mal austesten, diesen Stift. Ob das jetzt wirklich hier rauskommt, muss ich gucken. Weil dann wäre das blöd. Aber so gefällt mir das, ne? Naja. Lidschattenpalette. Die soll mich jetzt bitte glücklich machen. Nein, doch, die Lidschattenpalette. Da habe ich jetzt etwas, da muss ich dann aber tatsächlich auch meine Face-Palette mit dazu nehmen, weil wir haben hier nur Schimmertöne drin. Das heißt, hier muss ich den Bronzer und so ein bisschen draus verwenden. Ich habe mir von Ila Maska die Beyond Artistry Palette geholt. Das sind 12 Lidschatten hier drin und jeder einzelne ist ein Schimmerton. So schaut die Palette aus. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die in einer, also jedenfalls sah das online so aus, glaube ich, ne? Dass es eine Plastikverpackung ist. Aber dass die aus Pappe ist, finde ich sogar noch besser. Das mag ich lieber. So, und hier haben wir dann die Palette. Ich entferne mal dieses Vieh vom Spiegel. Und die Folie. Da stehen nämlich leider die Namen auf der Folie drauf. Und das sieht schon sehr, sehr ansprechend aus, ne? Echt cool. Und wie gesagt, alle Schimmertöne. Ich kann ja mal 5 Stück swatchen, dass wir die uns einfach mal angucken. Es sind auch richtig geile, metallisch aussehende Töne mit dabei. Okay, einer geht noch. Das spricht mich schon an, ne? Also auch die Swatches, die ich gesehen habe. Wenn man nämlich nicht dieses Schwarze außenrum zusieht, was da ja quasi von der Verpackung ist, es ist eine sehr, sehr helle Palette. Die ist gar nicht so dunkel, wie sie zuallererst den Anschein macht und das sieht echt schön aus. Ich meine, dass Franka da schon mal von was ausprobiert hatte und das hatte mich gecatcht. Also das fand ich echt interessant. Huch, und deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, wie ich damit so umgehen kann. Ich würde auch sagen, dass ich jetzt mit den Schimmertönen starte und ich lege mir jetzt mal diese Namenbezeichnung. Das ist immer so schwierig, ne? Egal. Welchen möchte ich denn zuallererst nehmen? Ich glaube, heute wird es ein sehr grüner Look. Deswegen starte ich mit diesem Ton und dieser Ton nennt sich Twilight. Da gehe ich halt mit so einem richtigen Lidschattenpinsel rein. Das ist jetzt von BH Cosmetics die Nummer 4. Und den setze ich mir direkt einfach mal auf mein Zentrum. Vielleicht ist diese Palette auch mehr dafür gedacht, sie als Ergänzung zu anderen Paletten zu nehmen. Aber ich versuche es jetzt mal so zu machen. Ich trage mir den auch tatsächlich relativ hoch auf. Und das funktioniert mit dem Pinsel auch wirklich gut. Also da brauche ich nicht irgendwie noch sonst eine Unterstützung, dass ich den anfeuchten müsste oder so. Das ist eine schöne Textur. Im Prinzip schminke ich jetzt ein Halo Eye andersrum. Das heißt, ich starte mit der Mitte und arbeite mich dann gleich nach außen. Mal gucken, ob das was wird, ne? Ideen kann man ja haben. So, den Pinsel mache ich sauber und dann nehme ich den Ton, der sich daneben befindet. Das ist Sapphire Beam. Und den gebe ich mir in meinen Innenwinkel. Blende den auch ein bisschen mit rein. Das passt nämlich schön zusammen, finde ich, ne?
Der ist sogar noch pigmentierter und noch cremiger in der Konsistenz. Und nach außen hin gebe ich mir den auch, weil das soll ja ein Halo-Ei werden. Weil mir der Halo-Effekt hier auf dem beweglichen Lid noch viel zu wenig ist, nehme ich mir hier außen den Ton Glow Beyond, so heißt der. Und den nehme ich mir aber mit dem Finger auf und gebe mir den ganz genau aufs Zentrum, sodass man halt wirklich ein Halo-Eye hat. Aber es ist ein dezentes Halo-Eye. Also dieser Halo-Effekt ist dezent, aber es ist nicht dezent geschminkt. So viel dazu. Ich habe ordentlich viel Fallout. Jedenfalls krümelte da eben einiges runter, aber das ist sehr, sehr loses Fallout. Deswegen putze ich das mal eben kurz weg. Dadurch, dass ich jetzt einen nicht wirklich guten Concealer genommen habe, finde ich, habe ich eine sehr unruhige untere Augenpartie. Das ist ein bisschen übel, ne? Aber gut, wir gucken das nachher uns mal an. Ich nehme jetzt mal einen sauberen Blendepinsel und guck mal, ob ich einfach so die Farben hier ausblenden kann, ob das funktioniert, ohne dass ich jetzt noch irgendwie einen Braun oder so mir in die Lidfalte geben muss. Es geht einigermaßen. Es glitzert natürlich alles immens, was ich jetzt nicht so scharf finde, aber es lässt sich doch einigermaßen verblenden. Schimmer im unteren Wimpernkranz ist eigentlich immer so eine Sache, aber ich möchte es jetzt wirklich mal ausprobieren. Ich nehme auch diesen Pinsel, den wir eben schon genommen haben, und wiederhole im Prinzip das, was ich hier oben gemacht habe, hier unten. Mal gucken, ob das gut aussieht. Also erstmal diesen türkisen Schimmerton genau unter die Pupille sitzen. Da versuche ich jetzt auch mal ein bisschen mutiger zu sein und das ein bisschen intensiver zu machen, wie ich normalerweise meinen unteren Wimpernkranz betone. Und oh, die wäre mir fast runtergeflogen. Entschuldigung, Sammy, ich wollte dich nicht erschrecken. Okay, dann mache ich den Pinsel sauber und gehe jetzt in dieses saphirfarbene Gedönsen. Dann nehme ich mir aber trotzdem noch so ein kleines Highlight in den Innenwinkel. Und da gehe ich jetzt auch in diese allerhellste Farbe. Die hat auch so einen rosa Shift mit drin. Ist ein bisschen speziell. Ultra Daze heißt das. Das setze ich mir mal in den Innenwinkel. Da kommt jetzt nicht so das Allermeiste raus, aber es macht einen interessanten Effekt, wenn ich das mal so sagen darf. Weil das noch dieses rosa Schimmer mit da drin hat. Und das ist hier kein wirklich ultra grober Glitzer. Und dann fließt es auch so ein bisschen noch mit rein. Und das lässt das Ganze irgendwie schon noch interessanter aussehen, finde ich. Also, ne? Aus meiner gerade eher künstlerischen Birne. Irgendwie mag ich das gerade mit diesem rosa Highlight-Gedönsen. Es ist jetzt nichts für den Alltag, ne? Aber für, wenn ich Bock drauf habe, mag ich sowas ja gerne, ne? Genau, jo. Das habe ich jetzt erstmal hier mit der Lidschattenpalette so geschminkt. Ich finde, das geht so klar, oder? Dann fixieren wir das Ganze einmal. Da nehme ich von Rimmel London das Hashtag Insta Fix and Go 2-in-1 Primer in Setting Spray. Und ja, das gebe ich mir jetzt einfach mal auf. Okay. Das riecht angenehm. Sammy. Hast du dich verschluckt? Ja. Das nennt sich übrigens bei Hunden Reverse Sneeze. Und wenn die nicht aufhören können mit diesem Reverse-Niesen, dann muss man hingehen und denen helfen, dass die niesen. Das haben Hunde, wenn die sich sehr freuen, wenn die aufgeregt sind, dann kriegen die das immer. Sammy freut sich oft, deswegen hat er das ab und an mal. Weil wir kennen das schon von ihm. Die ersten Male waren wir ein bisschen überfordert und haben erstmal die Tierärztin gefragt, was wir da machen müssen. Genau, ja, das hat sich jetzt recht sehr leicht angefühlt. Das ist recht schnell eingezogen. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt auch fixiert. Genau, jetzt kommt Eyeliner dran. Da habe ich den Masterpiece Eyeliner von Max Factor. High Precision Liquid Eyeliner in der Farbe 01 Velvet Black. Und ihr wisst, ich mag ja sehr, sehr gerne diese Filzstift-Eyeliner. Das hat eine super präzise Spitze. Und damit ziehe ich mir jetzt einen Eyeliner. Ich muss mal gucken, ob ich mir auch einen Wing mache, weil normalerweise machst du ja keinen Wing bei Halo Eye, ne? Mal gucken. Da komme ich gerade richtig nah an meinen Wimpernkranz und kann da auch echt präzise mitmalen. Das macht Spaß.
Ja, damit habe ich jetzt einfach nur mal meinen Wimpernkranz betont, damit das Ganze ein bisschen ja, tiefer aussieht, ne? Mag ich aber gerne leiden, das hat ganz gut funktioniert und mal gucken, wie lange der so hält, ne? Mascara. Da habe ich eine ganz, ganz coole und zwar heißt die Showgirl. Extra Volume Black Showgirl Mascara und das ist von Barry M. Ist die nicht hübsch? Ach, ich finde die wunderschön und die ist sogar vegan. Rosa, metallische mit Weiß und Sternchen und so, das ist ja Wahnsinn. Das ist ein Kunsthaarbürstchen, was recht groß aussieht, ne? Sieht trocken übrigens auch, sehr trocken sieht das aus. Riecht noch nicht wirklich viel und dann machen wir das mal drauf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Vierte Schicht. Ja, ich musste tatsächlich 4 Schichten drauf machen, weil mir das ansonsten echt bei dem Augenlook zu wenig gewesen wäre. Sie fächert die Wimpern schön auf. Das macht sie auf jeden Fall. Sie trennt die Wimpern. Sie gibt auch Länge. Sie gibt aber halt nicht wirklich dieses Volumen, was ich gerade bei so einem Look bräuchte, ne? Damit man halt auch so ein bisschen dichtere Wimpern optisch bekommt. Ich finde sie aber nicht verkehrt. Aber es wäre kein Produkt, wo ich jetzt zu greifen würde. Das heißt, es ist keine Must-Have-Mascara jetzt für mich. Da habe ich auch in der Drogerie oder im Drogeriebereich welche, wo ich deutlich mehr drauf abfahre. Übrigens voll der Hack hier, ne? Wenn ihr mit der Mascara gepatzt habt, nehmt euch so einen Spoolie und dann einfach unten über die Haut fahren oder wenn ihr oben gepatzt habt, dann könnt ihr das einfach wegbürsten und da verwischt nichts. Ihr nehmt es damit einfach ab und 1A und super leicht, mache ich immer, super toll. Last but not least kommen wir zu den Lippen. Da habe ich ein Produkt von L'Oreal. Ich liebe die Lippenstifte von L'Oreal. Die sind sehr, sehr schön, schön pflegend und ich mag die einfach sehr gerne. Und das war jetzt auch im Sale drin. Da habe ich mir den Lippenstift in der Farbe, also aus der Color Reach-Reihe, in der Farbe 233 Boreal Taffeta geholt. Genau, so schaut es aus. Und ja, genau, das ist so ein ganz klassischer Mauve-Ton. Mauve, Nude, riecht nach L'Oreal Lippenstift, mache ich jetzt drauf. Passt jetzt auch sehr gut zum Augenlook, weil der ist, glaube ich, ein bisschen zurückhaltender. Und vor allem passt der richtig gut zu dem Highlighter, weil auch der Lippenstift hat auch so einen leichten Gold-Champagner-Shift mit drin. Das ist echt spektakulär. Ich kann euch das, wenn man das swatcht, sieht man das vielleicht? Ich weiß es nicht. Ja, ein Hoch auf Swatches. Man sieht es nicht, ne? Schade. Aber der hat noch so einen Shift mit dabei. Na, ich sehe das. Naja, vielleicht sieht man das ja, wenn ich rede. Ich weiß es nicht. Also ich nehme jetzt erstmal hier diesen wunderschönen Haarreif einfach mal ab und ja, habe jetzt meinen Look fertig. Ich finde, dass er sehr stimmig geworden ist. Aber ich finde jetzt so bislang bei meinen Black Friday Haul Full Face Try-On Geschichten hat Look Fantastic nicht am besten abgeschlossen. Nein, das definitiv nicht. Also da war definitiv hier Kosmetik voll ist um Längen besser, meiner Meinung nach. Trotzdem gefällt mir das, was ich jetzt drauf habe. Und ja, ich hoffe, dir hat auch das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk, Schminki-Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!